Yo, hey Leute, hier ist wieder Master Secret TV und wir sind hier bei einem kleinen Tutorial. Und zwar geht es heute um das ADV-Elixier, also das Advanced-Elixier. Und zwar sind das richtig geile kleine Dinger. Das sind Elixiere, die unsere Sachen, egal was für ein Plus die haben, um plus 1 oder je nachdem um plus 2 höher machen können. Und das ist mega nice. Also ohne Lucky Powder, ohne irgendwas zu 100% klappt es. Und ganz egal, was für ein Plus vorher ist, es darf nur noch kein ADV drauf sein. Man kann also maximal nur eins drauf machen. So, zuallererst unterscheidet man bei ADV-Elixieren von Sealed ADV-Elixieren und Nicht-Sealed ADV-Elixieren. Die Nicht-Sealed ADV-Elixieren interessieren uns eigentlich so gut wie gar nicht, weil das sind ADV-Elixiere, die man nur auf Sachen machen kann, die nicht SOS, SOM oder SOSUN oder so sind. Aber da man eh hier auf Sigurd Air nur mit SOX-Sachen rumläuft, interessieren uns also nur die Sealed ADV-Elixiere. Wobei man die Nicht-Sealed ADV-Elixieren eigentlich genauso kriegt wie die Sealed ADV-Elixieren. So, also jetzt bei den Sealed ADV-Elixieren, da unterscheidet man zwischen Grad A und Grad B. Das Grad A, das macht um plus 1 höher zu 100% und das Grad B macht um plus 2 höher zu 100%. Ist mega nice. Ich zeige euch das mal hier an meiner Waffe. Die ist plus 7 und hat also ein ADV-Elixier, ist in Effekt plus 2, steht da unten. Es war also plus 5 und ich habe es auf plus 7 damit gemacht. Jetzt kann ich euch dasselbe hier auch zeigen mit einem, wo ich das mit einem Grad A benutzt habe und hier bei dem Schild. Das ist plus 6 und das ist mit ADV-Elixier ist in Effekt plus 1, also mit einem Grad A habe ich das gemacht. So, wie kriegt man diese Dinger? Das ist übelst simpel und eigentlich auch fast schon zu einfach. Und zwar muss man zum Beispiel jetzt, um etwas zu pimpen, ja, mit einem ADV-Elixier. Es gibt da halt Degree 1, 2, 3, also die ADV-Elixiere sind auch in Degrees unterteilt. Und man kriegt immer, zum Beispiel, ich zeige euch das hier auch einfach mal. Ich habe hier ADV-Elixiere Level 9, also Grad 9 oder Degree 9, so. Das sind Degree 9 ADV-Elixiere für Accessories, also da steht der Zielgegenstand Zubehör, also Schmuck. Und da steht dann darunter fortgeschrittenes B-Klasse-Elixier, also Grad B. So, also man kriegt ein Advanced-Elixier unterteilt in Schmuck, Rüstung, Shield und Waffe, genau wie die normalen Elixiere. Je nachdem, was man destroyed. Und das ist das Ding, man kriegt das ADV-Elixier, wenn man etwas destroyed. Wenn ich jetzt zum Beispiel Schmuck destroye, Degree 8, kriege ich ein ADV Degree 9 raus. Und ein Degree 9 Elixier kannst du für alles bis Degree 9 benutzen. Also du kannst zum Beispiel auch Schmuck Degree 6 mit einem ADV Degree 9 pimpen. Also ne, es geht rückwirkend immer komplett. Das bedeutet also, man muss, wenn man etwas im 9. Degree pimpen möchte mit einem ADV, etwas im 8. Degree zerstören. So, aber jetzt kann man natürlich nicht einfach irgendwas zerstören. Es ist so, es ist unterteilt in gewisse Plusabstände. Ganz simpel muss ich euch erstmal dafür erklären, das wissen vielleicht viele, aber nicht alle. Man kann sich erstmal das so vorstellen, die SOS, SOM und Seal of Sun Items. Könnt ihr euch vorstellen, wie SOS ist sozusagen wie ganz normale Items plus 5. Ein Seal of Moon Item, ja, ist wie ein ganz normales Item plus 10, beziehungsweise ein SOS plus 5, ne, das versteht ihr. Ein Seal of Sun Item ist wie ein ganz normales Item plus 15, beziehungsweise ein SOS plus 10 oder ein SOM plus 5. Das sind 5er Abschnitte. So. Und so, das ist wichtig, um zu wissen, wann man ein ADV-Elixier wie kriegt. Das ist so, man kriegt ein ADV-A-Grad, ja, das ist das Schlechtere sozusagen, kriegt ihr, wenn ihr ein Item SOS habt und plus 5. Wenn es unter plus 5 ist, dann kriegt ihr kein ADV raus, dann kriegt ihr dann nur ganz normale Elemente raus. Aber wenn es SOS plus 5 ist, dann kriegt ihr ein ADV Grad A raus. Wenn es ein SOM plus 0 ist, kriegt ihr auch ein A raus, weil es ja vom Pluswert so gesehen dasselbe ist. So, wenn ihr jetzt aber ein SOM plus 5er Item destroyed, dann kriegt ihr daraus ein B Grad. SOM plus 5 könnt ihr euch ja so vorstellen, ist ja genauso wie plus 10. Genauso wie plus 15, Entschuldigung. Und ein Seal of Sun Item, wenn ihr das plus 0 destroyt, kriegt ihr auch einen B-Grad raus, weil Seal of Sun ist ja wie plus 15. Das ergibt, denke ich, Sinn. Das Seal of Sun kann auch plus 1, 2, 3 und so weiter sein, man kriegt trotzdem nur ein B raus sozusagen, es gibt nichts Höheres. Ja, und so ist das System, also ganz simpel. Also ich wiederhole das nochmal ganz kurz, SOS plus 5 oder SOM plus 0 ergibt ein ADVA
und ein SOM plus 5 und alles, was da drüber ist, also auch Silosan und so weiter, ergibt ein B-Grad. Und dann, je nachdem natürlich, was der destroyed, also Schmuck, ergibt natürlich einen Schmuck-ADV, Rüstung, einen Rüstung-ADV, Shield, ein Shield-ADV und Waffe, ein Waffen-ADV. Das ist ganz easy. Bei den Nicht-Zielt-ADV-Elixieren, wovon ich ja gesprochen habe, da ist das eigentlich ziemlich genauso, nur dass es da, so wie es bis jetzt jede Erfahrung gezeigt hat, es nur A-Elixiere gibt. Und die ab einer Rüstung plus 5 und höher. Also sozusagen ein ganz normales Rüstungsgegenstück, was nicht SOS oder so weiter ist, plus 5 oder höher. Also ich habe auch schon plus 12 destroyed. Ganz egal, was ihr destroyed, es gibt einfach immer nur ein A-Elixier. Aber natürlich könnt ihr das dann auch jeweils nur für Sachen benutzen, die nicht SOS, SOM oder SOSUN sind. Gut Leute, das war mein kurzes Tutorial. Ich zeige euch das ganz kurz, wenn man es benutzt. Hier haben wir zum Beispiel einen Ring. Wir benutzen jetzt dieses 9. ADV-Elixier dafür. Also Degree 9 ist B. Also müsste es jetzt ja ganz simpel von plus 5 auf plus 7 hochgehen. Wir haben keinen Lucky Powder, benutzt gar nichts. Es klappt so 100% und wir haben jetzt Seal of Sun plus 7. Dasselbe machen wir auch noch mit den O-Ringen, die wir hier haben. So, stärken und jetzt kriegen wir das da raus. Jetzt rein von der Theorie her, ja, rein von der Logik ist es so, jetzt dieses Seal of Sun plus 7, wenn wir das destroyen würden, würden wir ein Degree 10 B-Elixier rauskriegen für Schmuck. Jetzt fällt mir dabei noch eine Sache ein und die ist super wichtig. Diese Sachen mit den ADV-Elixieren gelten nicht für für charaktergebundene Rüstungsteile. Also wenn ihr etwas destroyt, was charaktergebunden ist, dann kriegt ihr kein ADV raus, Leute. Also destroyt nicht eure Sachen, die ihr so von den Token oder so bekommen habt. Also ihr könnt euch ja mit Token Rüstung kaufen, ihr kriegt ja Rüstung geschenkt und so weiter. Diese Rüstung ist aber charaktergebunden. Die könnt ihr nicht destroyen. Also ihr könnt die destroyen, kriegt davon aber nichts. Das gilt erst ab Rüstungen, die ihr gedroppt kriegt oder von jemandem abgekauft habt und so weiter. Charaktergebundene Sachen nicht destroyen, ihr kriegt kein ADV raus. Alles klar, Leute, das war's auch schon. Ich hoffe, es ist alles simpel und klar. Bei Fragen schreibt mir jederzeit. Und ja, viel Spaß und bleibt legit, Leute.